Hallihallo, Hallöchen, es ist mal wieder Fahrradtour-Time. Ja! Und dafür stehen wir heute in Bremen Nord und stehen im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus und machen eine kleine Fahrradtour zusammen. Ich habe mir gedacht, ich schnalle dich gerade mal auf den Gepäckträger drauf, so, aber ganz wichtig, mit Gurt fixieren, weil sonst, wer ist Gurt? Kennst du Kurt? Nee, wer ist der und Ja, warum? der Warum? fixiert dich da. Nein, ich will aber nicht, dass der mich fixiert. Warum nicht? Weil ich das nicht will. Aber der macht das bestimmt beruflich, der kann das. Ich will das trotzdem nicht. Ich halte Okay. mich lieber an dir fest. Halt Halt dich dich an an. mir fest. Wir können doch Okay. nicht nach 39 Sekunden anfangen zu singen. Julian, raus aus unseren Köpfen. So, wir stehen jetzt hier am Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Da nehmen wir gleich leckere. Okay, der wird. Nee, ich mach keinen Burger, wird's wirklich nicht, Gustav sorry. Heinemann Burger mit. Genau, Heißen ein. die Gustav Heinemann Burger, weil da Gustav Heinemann drin ist? Ja, ganz Ja, bestimmt. ganz bestimmt. So. Und dann slidet es so ganz leicht gegen Dingsen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier drüben noch mal ganz kurz gucken. Und dann glaube ich, dass wir da einigermaßen. So, jetzt können wir aber hier los. Kümmer ja. Losspulen. Guck mal, es ist ein wunderbar angenehmer Sound, den das Fahrrad mit sich bringt. Und es ist vor allem auch Fancy. wunderbar angenehm. Also du kannst auch, du Org siehst ins auch. Auto. Du siehst auch so. Sorry. Können Sie bitte mal. Ist hier Fahrradweg? Da Da ist doch ist. noch Platz. Da ist aber. Ich bin so breit. Es hat aber gepasst, guck mal. Da ist doch noch Platz. Glaube ich auch. So, jetzt sieht man mal so ein Noch ein bisschen die gelbes Teile. Auto. Tatsache. Ich glaube, die sind sehr häufig in der Parkliste. Ich glaube, das gelbe Autospiel ist hier so ein bisschen kritisch. Also, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also, ein paar Mal ist übertrieben. Wir haben das zweimal gemacht, so eine Radtour. Es ist jetzt Radtour Nummer 3. Ja, das Geräusch ist immer einfach sehr Eine toll. Pracht. So. Josh, ich sehe auch, was hast denn du da Viereckiges dran? Das ist wahrscheinlich eine Klingel. Oh ja, hier, guck mal, die Kurve, das ist aber. Wah, Josh, nicht so schnell. Ja, eben, das ist schon. Also, da muss man schon gucken, dass man hier jetzt nicht bei der Geschwindigkeit. Du, da muss man schon aufpassen, gell? Aha. Nicht, dass man da hier noch irgendwie. Ach, guck mal, man sieht ja verschiedene ganzen Zauntypen. Das ist ganz interessant. Es gibt. Da kann anscheinend sehr viele verschiedene Zauntypen, was Sogar unsichtbare tatsächlich Zäune. sehr untypisch ist. Zäune mit Alpha-Kanal und Beta-Kanal und Zeta-Kanal und Z erster. Deta-Kanal. Zuerst bis Z gezählt. Egal. So, auf jeden Das heißt Fall. übrigens Omega, nicht Z. Oh, guck mal, wir haben grün. Jetzt können wir natürlich, ist natürlich jetzt kritisch, weil wir müssen ja eigentlich über den. Boah, das ist ein Fahrradwegstreifen. Den muss ich jetzt irgendwie treffen. Und das ist natürlich. Wow, gelbes Auto. Das war ein ganz schöner Assi. Hast du das gesehen? Ja. Und das tolerierst du jetzt einfach so? Ich muss aber schon auch geradeaus, gell? Da geht's nicht links. Ja, ich muss schon geradeaus. Wird aber reichlich eng hier, du, auf dem Bürgersteig. Wenn wir schon. Oh, da gibt's Currywurst. Boah, nein, nein. Okay, wir schleudern wieder. Nicht gut, gar nicht gut. Ich will nicht Jetzt schleudern. müssen wir. Ja gut, wenn du eine Waschmaschine bist, dann kann man das leider natürlich nicht. Bin aber keine Waschmaschine. Du als Frau, wie. Sorry. Du als Frau, wie macht sich's denn so als Waschmaschine? Ja. Keine Ahnung, fragt mein Mann, der kümmert sich um die Wäsche. Nein, Spaß. Ich kümmere mich tatsächlich manchmal um die Wäsche. Manchmal. Was sich jetzt so anhört wie nie. Er kümmert sich voll oft um den Abwasch. Way. Und um den. Man darf Abwasch und Wäsche machen, allerdings nicht durcheinander bringen. Das gibt Scherben. Oder. Keine Ahnung, da wäscht man halt seine Wäsche mal mit einem Lappen ab. Das ist halt auch vielleicht eine ganz fancy Sache. So. Ich bin da vorher schon mal. Man muss sich eben mit dem Fahren so ein bisschen rein. Dingsen und das hat vorher nicht geklappt an der Stelle, aber jetzt wie es aussieht. Ach, guck mal. Das Tolle ist, man sieht jetzt sogar, dass die Häuser tatsächlich auch hier solche Einkerbungen haben. Das sind gar keine normalen Klötze, sondern das sind tatsächlich mit ein. Das ist cool. Natürlich ein bisschen aufwendig im Objektbau, aber wie gesagt, so kann man Karten eigentlich immer ganz gut. Ja, danke fürs Nachladen. Ich bin dir sehr dankbar. Danke für nichts quasi. Ja, hat er nachgeladen. Also, der hat sogar sehr aktiv nachgeladen. Von daher passt das schon. Das wollte ich Ihnen erzählen. Du siehst halt so, wie die Karte, also du siehst wirklich Details der Karte, von Karte her.
Und was ich natürlich mega cool finde, ist, wenn er jetzt in den Bus lang fährt. Ich hätte das vielleicht so timen können, aber so sehen wir es halt nur ein Taxi da. Das ist halt jetzt ein bisschen schade. Es tut mir natürlich jetzt auch leid an der Stelle, aber was willst du machen? Vor allem finde ich das toll, dass das jetzt alles auch so super... Ein Cabrio. Mhm. Ein schwarzes Cabrio. Wusstest du, Cabrios gibt es auch in schwarz. Ja, und damit es die schwarzen Cabrios gleich nicht mehr gibt, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und alsbald setzten sie die Fahrradtour freudig fort, klingelten einmal und... Klingelingeling. Ja, bei Klingelten könnte auch so eine Firma sein, gell? Klingelten. Die könnten Reifen herstellen oder Technikgeräte. Kaufen Sie jetzt den neuen CD-Player von Klingelten. Oder da kannst du dir so Handy-Klingeltöne, wobei das wäre zu obvious. Das ist ja viel zu obvious. Wenn man bei Klingelten Handy-Klingeltöne kaufen könnte, das wird ja keiner machen. Ich meine, das muss irgendeinen Namen haben, wo du absolut nicht denkst, dass sich sowas dahinter befindet. Also von daher Klingelten... Bilou zum Beispiel. Vermutet man keine Klingeltöne dahinter. Zum Beispiel. Und es sind auch gar keine Klingeltöne. Was ein Zufall, würde ich sagen. Ich habe nicht gar nicht geklingelt. Hast du geklingelt? Ich geklingelt? Hast Nö. Du geklingelt? Nö, du. Okay. Echt? Ich? Wer? Nein. Ich? Sie? Nein. Doch, oh. Hat sie sich das Ohr gesnackt? Mann. Oh. Frau. Aber guck mal, jetzt fahren wir über die Brücke. An der Brücke. Für den Fall, dass wir später mal ein Haus haben sollten. Ja. Möchtest du die Dachziegel auch im Bodennähe haben? Nee, eigentlich nicht. Sieht doch wunderschön aus. Alter Finne, du kannst doch nicht... Aber da kann man so schön so Dachgauben rausmachen oder so. Aber doch nicht... Nee. Ich weiß nicht, mein Fall ist es nicht, aber... Muss es auch nicht. Alter, das sah mega strange aus. Naja, nicht nur Life is strange, sondern Bremen ist auch strange. Also auch gut zu wissen. Von daher passt das schon. Sonst haben wir wieder einen lieben Freund, eine neue Instanz von Ampel. Ach, guck mal. Also als ob wir hier eine Anforderung hätten, gell? Ich wollte es nur gesagt haben. Endlich sagt's mal jemand hier. Guck mal, aber es hat uns bisher keiner. Also das passt ja alles ganz gut. Das sind sehr aufmerksame Fahrradfahrer, würde ich sagen. Fahr. Und alles sehr aufmerksame Fahrradfahrer. So. Und jetzt kommt der Part, wo du mir helfen wolltest, dran zu denken, was ich hier machen muss. Du musst hier links abbiegen. Was? Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet, nachdem wir das... Der Witz ist, nachdem ich dir erzählt habe, dass ich dich dran erinnere, hast du dich von selber dran erinnert. Ja, du hättest mich nämlich nicht dran erinnert. Natürlich hätte ich dich dran erinnert. Jetzt können wir ja immer blinken. Jetzt ist natürlich gerade rot geworden, das ist natürlich super. Jetzt bin ich mal gespannt, erkennen die mich hier auf der Straße oder nicht? Jetzt mache ich mir das ganz breit. Erkennen die dich? Ah, ein Bus. Gleich macht's Klatsch. Nee, der kann... Guck mal, Böhmi kann Bootguss fahren. Kann Bootguss fahren. Kann Bootguss fahren, ja. Bootguss. Bootguss, das ist, wenn wir machen neue Busfirmen auf, ist Bootguss. Ja. Weißt du, wie gut Bus, nur ist andersrum, weißt du? Schwör. Ja klar, weil guter Bus dürftest du ja nicht nehmen, weil das ist bestimmt geschützt wegen Flixbus. Ja, Flixbus ist sehr guter Bus. Weil die auch so viele eigene Busse haben, weißt du? Ja. Ach ja. So, jetzt aber 3, 2, 1, 3, 3, 3, 1. 2, 1, 4, 8. So, jetzt aber. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Die Frage ist. 1, 1, 8. Die Leute so, Alter, was labern die? Ruft mal bei der Microsoft-Produktaktivierung an und lasst euch mal einen gefühlt 150-stelligen Code generieren, um euer Windows zu aktivieren. Das ist richtig witzig. Ja, genauso wie das witzig ist, dass der mir hier so voll wieder am Rad dreht. Haha, Fahr mal nicht so schnell, am Rad. Wird schlecht. Das ist echt schnell, gell? Guck mal, ich überhole sogar den Fußgänger. Way. Willst du kurz einkaufen? Wir können mit dem Rad hier einkaufen fahren. Aber wir sind doch schon am Rewe vorbei. Aber hier ist ein Aldi, guck mal. Stimmt. Ein Aldi Nord. Kennen wir Aldi gar nicht Nord. Hier wie. Boah.
Wir Südländer. Boah, wir waren einmal in Hamburg in einem Aldi Nord und der war richtig geil. Echt? Ich fand den cool. Ich mag unsere Aldis. Nö, der war schön aufgeräumt und er hatte mehr Fenster und so. Aldis, Aldinen, wie nennt man die Mehrzahl davon eigentlich? Vor allem korrekt gegendert, Es kann ja auch ein weiblicher Aldi sein, das muss ja nicht ein männlicher Aldi sein. Nee, es heißt ja schon Aldi. Aber es ist halt der Aldi, es kann ja auch die Aldi sein. Nee, das ist so ein Wort, das Singular, also in der Einzahl männlich ist, aber in der Mehrzahl ist es weiblich. Die Aldinen. Nein, all diejenigen. All diejenigen, genau. Es impliziert, dass jeder zur Aldi einkaufen geht. Genau, es gibt natürlich aber noch andere Discounter. Ich finde es immer witzig, wenn du in irgendeiner irgendwo liest, irgendwie, ja, bla, bla, der Supermarkt Aldi. Nein, das ist kein Supermarkt. Oder der Supermarkt Netto. Nein, das ist kein Supermarkt. Ach ja. It's ein Discounter. Und das sind dann Journalisten, ne? Profis, aber es ist der Lenker ab, jetzt haben wir keinen linken Lenker mehr. Natürlich schade. Was? Ja, der ist weg. Guck mal, da ist ein Mauszeiger drüber, der ist nicht mehr da. So, wollt ihr mitfahren? So. Nein, die dürfen nicht mit. Guten Tag, hallo. Aber ich kann jetzt zum Abkaps sehen. Ich kann ja schon mal Fahrschein fahren. Nein, so assi bin ich nicht. Nehmen wir nicht mit. Ja, aber wir können ihr Geld mitnehmen. Wir können sie abkassieren, wir können Fahrscheine verkaufen. Alter, du Aslack. Ja, ich meine, das ist durchaus eine mögliche. Guck mal, hier gibt es einen Party-Service von Rudi. Rudis Party-Service. Hätten wir alles nicht gesehen. Guck mal, das sind alles tolle neue Entdeckungen hier. Genau, der Rudi vor allem. Kennst du Rudi Russe? Das Rennschwein? Ja. Ja. Daraus sollte man vielleicht nicht unbedingt Party-Service. Oh, bin ich gemein. Gelbes Auto. Ich wollte es auch mal gesagt haben. Mit Sicherheit sicher unaufmerksam im Straßenverkehr, du, das geht ja auch nicht. Muss ja alles hier im Blick haben. Gelbes Auto. Also es gibt durchaus... Nein, da ist noch ein gelbes Auto. Also ich habe das hier gemeint. Achso, du meinst das dahinter. Ist es nicht hier orange? Man kann aber ganz schön schnell fahren. Also irgendwann zerfetzt mich gleich. Aber hey. Das ist gelb. Oh nein, Schnuffi! Da kommt eine Frau. Oh nein. Das ist ein Radweg. Das ist ein Radweg. Das ist hier egal. Okay. Nee, das ist wirklich auch okay. Ich meine, mit mir kann man es ja machen. Guck mal, es ist ja... Wir haben jetzt einen Bus gesehen. Gell? Wir müssen so einen Bus-Counter eigentlich einführen. Und der biegt ab, aber der macht... Oh, ich sollte immer Schulterblick machen, so wenn da... Alles gut. Das war ein... Wie heißt... Guck mal. Ich habe ein Déjà-vu. möchtest du vielleicht noch kurz einkaufen gehen? Aber der Rewe war doch da hinten schon. Gelbes Auto. Und noch zwei gelbe Autos. Ja, voll das Déjà-vu. So generell auf dem Rad sitzen und klingeln. Na, ich mach's nicht bei jeder die Mühe und halt da an und sag, das ist ein Radweg. Wobei, guck mal, der Gehweg ist aber ganz schön eingeschränkt durch den Radweg. Dann sind die alle auf einmal alt und sagen, da ist noch Platz. Oder die sind alt und sagen die. Und dann gehen sie einkaufen. Sorry. Wey, weißt du, aber alle anderen Läden bieten sich auch einfach nicht an. Wobei, ist for real, kann man schon auch machen. Das ist auch, ist for real. Yo, for real, yo. Guck mal, wir sind voll das hippe, trendige, moderne Let's Play. Ist es nicht toll? Ja, das Auto. Guck mal, und Action. Ja, ich bin zu schnell, gell? Aktion. Ah, ja. Okay, alles wird gut. Hallo. Da ist ein Bus gewesen. Ja, war aber ganz schön. Also im Vergleich zu meinem Rad, du, da ist der, also... Es da ist ja ging der voll still. Ab, du. Also geräuschlich quasi nicht zu erkennen. So, jetzt wird's aber fancy hier. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Bahnhof Blumenthal, ist es, glaube ich. Vielleicht schaffen wir es sogar noch bis dahin. Wenn wir sind so heute ein Ticken zügig und... Das muss ich ja echt gucken, damit dem hier keiner... Ach, komm, sieht gut aus. Mit mir nicht hier... Also, an einem Lauensbach waren wir, glaube ich, etwas langsamer. Etwas viel langsamer. Boah, muss man eine hügelige Karte nehmen und dann berg runterfahren. Das funktioniert gar nicht. Nee? Meine erste Fahrt war also leichte Berge, dann bist du komplett am Properzen mit dem...
Fahrrad. Das ist physikalisch generell sehr interessant. Also, dass wir überhaupt jetzt eben hier halbwegs fahren, das ist echt ein Wunder. Das freut mich gerade sehr. Ach, guck mal, gibt es einen Park- und Reitparkplatz. Way. Oh, gibt es da Pferde? Genau. Mhm. Ich würde so gerne mal wieder auf den Reiterhof irgendwann. Du auch? Wir können uns Abenteuer auf dem Reiterhof Volume 7 kaufen. Können wir echt? Ich habe das mal auf Rebuy gesehen. Ich hätte es nicht vorschlagen sollen. Und alsbald bemerkte er, dass seine Idee nicht allzu, weiß ich nicht. Ich würde aber gerne mal in Real auf einem Pferd sitzen. Kannst du aber die Mitarbeiter dort fragen, vielleicht verkaufen die das auch. Ach, guck mal, oh, das ist sogar ein Ausschnitt von meinem Kopf, hast du es gesehen? Ja. Haben sie echt was dabei gedacht? Das ist ja, guck mal, und auf anderen Karten wird sowas gar nicht geben. Jetzt überleg dir mal, du hast hier sogar Ausschnitte für die Fahrradfahrer am Kopf. Oder wenn der blasse, dünne Junge das Fenster im Bus aufmacht. Für den Kopf. Ja. Sorry. So. Jetzt gucken wir mal. Nachher fahren wir jetzt noch kurz auf die Autobahn-Schnellstraße, was immer das ist, halt eine Schnellstraße, Bundesstraße, bla. Mhm. Da ist ja parallel, glaube ich, auch ein Radweg. Also ich glaube, wir dürften noch relativ weit kommen, tatsächlich. Das lässt sich echt sehr gut fahren hier. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wunderschön. Eine Radtour, die ist lustig. Eine Radtour, die ist schön. Ja, da kann man wilde Görgis in der Wildbahn sehen. Ja. Wir wandern eher, als dass wir Fahrrad fahren. Gell. Hm. Ist ja schlimm. Schlimm, wir gell. Wir wandern am 1. November schon wieder. Ja. Gut, das passiert. Aha, ha, 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 ha. Jetzt hättest du fast wieder die Laterne geknutscht. Ja, die Laterne. Hm. Gell. Das Auto. So, das können wir mal gucken. Wir müssen nach Blumenthal. Sieht ganz gut aus. Achso, das ist hier Richtung Autobahn. Ach, guck mal, hier kannst du auch im Kopf fliegen, das Schild. Uiuiui. Das muss ich da aber ganz schön. Das muss ich aber gucken, dass wir hier irgendwie. Ich muss so langsam hier den Kurvenradius. Oh, guck mal hier. Oh, diese Rangierleistung, Smooth, das ist ja. Operator. Schmusi. Ich würde es gerne anhalten und gucken, aber dann gehen wir, glaube ich, vollkommen zugrunde. Nicht ja. So schlimm über den Bordstein fahren, bitte. Ja, mein dann stimmt vom Dorf ein Gepäckträger. Ich habe doch so einen halbwegs gepolsterten Sitz. Ja, aber sonst habe ich nachher trotzdem ein Schleudertrauma. Wir haben alles im Griff auf dem gepolsterten Sitz und das dreht sich jetzt immer noch so ein bisschen. Das ist fancy. Okay. Okay. Ja, das ist das Fahrradphänomen. Guck mal, das Rad dreht sich hier. Wusstest du, wir fahren noch 300 km/h ungefähr. Wir drehen am Rad. Ja, am Rad. Guck mal, wir treten auch gerade. Guck mal. Wow. Und eins. Und zwei. Ja, okay, der freut sich. Ich glaube, ich... Komm, wir schieben mal kurz an die andere Seite. Hui. Super. Haben wir toll gemacht. Ich bin stolz auf uns. So, ein Let's Sheep Together, yo. Oh, das war das tolle Konzept. Oh, ja, ein Let's Sheep Together, ja, gelbes Auto. Gibt es so auf der Karte, wenn so eins von fünf Autos ein gelbes Auto ist, ist das Spiel relativ, ich will es nicht sagen, witzlos, aber... Aber so wie Joschs Witz immer. Irgendwie, ich habe nicht geklingelt, ich hatte meine Hand nicht am Haar. Was ist das? Ducken. Mach ich. Ducken. Das ist auch gleich so ein, weißt du, das ist auch gleich so ein Fräsending für den Kopf. Pam, das war ich. Ach, Schnuffen. Ja, ich wollte dafür Kuss auf die Stirn. Weil ich hab das für die Gesellschaft getan, damit die danach da fahren, dass die da durchfahren können. Das ist wie bei dem Baum. Da ist jetzt auch so ein Loch für den Kopf. Loch im Kopf, genau so ungefähr. So, jetzt müssen wir noch zwei einmal gelbe Autos. Vorsichtig abbiegen. Also vorsichtig vielleicht. Oh, das läuft ja heute richtig gut. Boah, tatsächlich. Ich glaube, die wollten daraus ein Trinkspiel organisieren in Bremen-Nord. Gelbes Auto, ja. Dieses Mal bei gelbes Auto muss man einen kurzen trinken. Milch, natürlich, Milch. Ja, einen kurzen Milchshot. Ja, Milch zum Beispiel. Aber nur mit wenig Prozent, die 1,5 Milch. Immer noch im Bus, aber in unserer Richtung haben wir noch keinen einzigen Bus gesehen. Die ging ich mir schon entführt. Und jetzt so langsam können wir eigentlich gar nicht sein. Schon wieder zu schnell.
Aber auch hier haben wir tatsächlich konsequent einen relativ lang geführten Fahrradstreifen gefunden. Und auch das ist eine sehr fancy Sache tatsächlich. So. Brumm. Komm, es ging eh nochmal richtig hier. Komm, jetzt können wir noch richtig in die Pedale treten. Ist keine gute Idee, merke ich gerade. Jo, sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt Bahnhof Blumenthal. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Zur Weiterfahrt bitte irgendwie, keine Ahnung. Da kommt bestimmt auch gleich ein Bus. Irgendwie. Bist du aber nett. Ich wollte die Leute informieren und das kann ich wieder nicht bremsen. Ja, ich glaube, das ist dann so ungefähr jetzt das traurige Ende. Ja. Mhm. Okay. Okay. Klar, natürlich. Mhm. Okay, ja. Aha. Ja. Ich habe dies zur Kenntnis genommen. Boah, es ist wie inhaltsvoll dieses Let's Play. Es ist einfach. Boah. Oh, die Bäume sind so schön herbstlich. So, Achtung, Fahrrad in 30 Meter. Ja, ich würde sagen, hier ist schon ein Rad. Und in 30 Metern ist dann erst recht ein Rad, nämlich wir. Nee, guck mal, da sind noch viel mehr Räder. Da guck mal sogar mit Gelenk. zu schnell. So. Denn das passiert zum Beispiel auf Bergen generell nur, dass man so rumslidet. Okay. Das ist ein optimaler. Guck mal mit den Blumen. Das sieht schon. Hör mal, am Bahnhof. Blumen. Tal, sorry. Aber hier ist sogar kein Tal. Doch, da geht's berghoch. Guck mal, da geht's berghoch. Macht schon Sinn. Ja, wir sind irgendwie da, wo ich gedacht habe, dass wir ankommen. Ich habe übrigens nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen in der Folge, aber jetzt haben wir das geschafft. Wir schaffen das. Ja, guck mal. Ich würde gerne den Bus hinterherfahren. Mit dem Rad, aber das glaube ich ist ein bisschen. Der hat aber jetzt nicht die Leute. Ja, guck mal, das sind immer die Liebsten. Guck mal, jetzt bekommt der wegen den Verspätungen, weil die hier noch 300 Kilometer dem Bus entgegenlaufen müssen. Da stand Gronk. Ja, fast. Fehlt nur noch ein K. Ja. Und ein bisschen umgetauscht halt, aber. Alter, guck mal, was das für Assis sind. Und er wartet einfach. Der arme einfach. Böhmi. Und er wartet macht die einfach. Merkel-Raute. Guck mal. Ohne Lenkrad übrigens auch. Das ist ganz wichtig zu bemerken. Hat der einen Bart? Einen ganz leichten Bart. Mhm. Guck mal, bis Omi da angetrottet. Die wollen doch alle noch mit. Alter, ist das ein Assi? Das ist hier der KI-Bus, schick. Basiert so ein bisschen auf dem NL, wie es aussieht. Soundtechnisch auch. So, jetzt kann er aber los, oder? Jetzt wird hier abgefahren, du. Haha, ist ja abgefahren. So, und wir nehmen auch den Bus, weil ja. Unser Fahrrad macht komische Dinge. Das Bis Fahrrad zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Das Auto.